Willkommen zurück zu Poképark Wii. Wir wollen wieder zurück zur Grünzone, weil wir können jetzt anscheinend wieder hier Regenbogenfreundschaften holen und ja, da würde ich ganz gerne noch die ein oder andere schnell mitnehmen. Wir wollen natürlich auch mit der Story weitermachen in der Strandzone. Da wurde uns zuletzt gesagt, dass wir zu Lapras sollen. Ist mir ein bisschen zu aggressiv, Pikachu. Wir sind hier im Poképark, hallo? So, mit dir vielleicht? Was also, Bisaflosch, Spielmeistert, was? So gefällst du mir. Komm, lass uns noch etwas herumrandalieren. Los geht's, kämpf mit mir. Okay. So, ich bin jetzt um einiges besser. Kipp ja nicht aus den Latschen, wenn es ans Randalieren geht. Drei Lebensleisten, ja, das geht. Wenn er nicht irgendeine Attacke kann, die ich gerade nicht kapiere. Menki. Joa. Ihr seid ein Menki, ne? Obwohl Menki nicht mal so schlecht ist. Ich mag ihn eigentlich. Ja, jetzt habe ich vergeigt. Du bist ganz schön stark geworden. Schließt du auch schön fleißig neue Freundschaften? Erweitere deinen Freundeskreis. Da gibt's Randale in der. In der Sandale, was? So. Nein, muss jetzt nicht sein. Ich wollte bloß checken, ob der Zwichter das Symbol hat. Und wisst ihr was? Wir probieren uns nochmal an dem Großen. Ist derjenige, der Bisaflors Herz erreicht und so für frischen Wind in der Grünzone gesorgt hat, habe ich recht. Ich hoffe echt, dass sich Bisaflor, Empoleon und Logok irgendwann wieder versöhnen werden. Weißt du, willst du vielleicht mit mir kämpfen? Jo. Alles klar, da mache ich jetzt ernst. Junge. Er hat 6 Lebensleisten, wir sind eigentlich am Arsch. Er ist halt ein Boden-Pokémon, ne? Der zieht uns mit einem Pfeffer die Hälfte an. Nee, ich glaube, da muss ich noch ein bisschen den Tackle, Ruckzucki, was auch immer, leveln. Ja, ich merk's. Aber davor konnten wir ihn noch irgendwie mit gutem Movement besiegen, aber. Ach, scheiß drauf, gehen wir schon wieder zurück. Ich wollte eigentlich noch eine Regenbogenfreundschaft holen, aber. Ich glaube, wir lassen es einfach und gehen jetzt direkt wieder in die Strandzone. Haben wir noch ein bisschen was für später übrig und. Können ja dann auch noch irgendwann hier unsere andere Attacke leveln, right? Statuswerte. Genau, den Sprint, den würde ich nämlich ganz gerne noch leveln. Wir haben den Donnerblitz schon ganz gut hochgepusht, aber mit dem Sprint, ich würde den halt ganz gerne noch verbessern vorher. Ich glaube, da könnten wir dann auch viel mehr machen. So, aber jetzt gerade will ich einfach nur wieder zurück in die Strandzone. Wir hatten schon einige Freundschaften da geschlossen, kann mich aber gerade nur an Wingull erinnern. Vielleicht hatten wir noch Spalbini? Ist schon wieder etwas her, aber ich versuche mit den Aufnahmen gerade hinterherzukommen. Deswegen werde ich jetzt wieder Poképark Wii ein bisschen mehr im Kopf haben, weil da die Aufnahmen, ich einfach versuche die ein bisschen schneller zu ballern. Ich werde es wahrscheinlich nicht durchbekommen, bevor ich in den Urlaub gehe, aber naja. Endon. Geträumt ein großer Fels, falle vom Himmel herab und der Poképark versinke mehr. Was hältst du von einer Runde Verstecken, um wieder auf andere Gedanken zu kommen? Das ist ein Spiel, wie wär's mit einer Runde Verstecken? Schön, los geht's. Ich sehe ihn soweit nicht. Okay, wenn ich da auf dem Holzweg bin, dann muss ich ja in die Richtung. Oh. Anton. Ich mag Anton. Hier zu spielen macht echt Spaß, lass uns Freunde sein. Ja, ich habe übrigens geträumt, dass Anton mit seiner wunderbaren Kraultechnik auf die Strandzone zustört. Es war halt nur ein Traum. Okay. Willst du gleich nochmal? Oh. Okay, anscheinend war es doch nicht nur ein Traum. Wo ist Anton jetzt hin? Hier. Anton. Ja, was? Der ist direkt? Ach, bei Verstecken sind die direkt auf Regenbogen. Okay. Blackmon? Oh.
Ich will die Kiste treffen. Mit Bidiza könnten wir uns theoretisch auch noch anfreunden. Da ist Impergator. Oh, hi, du. Kacke. Hat er gerade einen Hydropi? Nee, es ist so. Ist so Corazon. Noch ein Corazon. Da hinten ist ein Wailord. Nochmal ein Stück Holz. Ja, komm her. Sorry. Ich will nur reden. Okay, dann halt nicht. Sind hier auch irgendwo Pokémon, mit denen ich reden kann? Armelin hatten wir, glaube ich, schon gemacht. Darabia? Ne. Flüchten aber immer, bevor ich irgendwas machen kann. Ich meine, dass der Grinson hat mir von diesem Ort erzählt. Ich habe keine Ahnung, wie schön das hier ist. Hast du Lust zu kämpfen? Ja. Lass uns anfangen. Okay. Joa. Deswegen haben wir einen Donnerblitz gelevelt. Allerdings würde ich ganz gerne den Sprint leveln, weil Boden-Pokémon machen ziemliche Probleme. Das hat vielleicht Spaß gemacht, obwohl du mich besiegt hast. Lass uns das bald wiederholen. Okay. Ja, mal gucken. Der Weg zur Bucht ist anscheinend infolge des Erdbebens von einem Felsen versperrt. Der Bucht hält sich doch Lapras auf, obwohl alles in Ordnung ist. Lass uns Fang spielen. Juhu. Okay. Irgendwie lustig, wie das Ding einfach auf dem Ball herumhopst. Das sieht man in den anderen Spielen halt nicht wirklich. Ja, Pech gehabt. Egal, lass uns Freunde sein. Ich würde allen erzählen, dass du jetzt in der Strandzone bist und dass man mit dir jede Menge Spaß haben kann. Je. Boah, Kanimani. Irgendwie geil, hier auch Starter zu sehen. Ich habe schon gesehen, wo Kanimani ist, aber ich will noch Azure auf Regenbogen. Ja, komm. Kann ich noch eine Runde fangen? Ja, der wirkt so, als wäre schneller geworden. Ja. Yes. Gehen wir zu Kanimani. Entoron haben wir auch noch freigeschaltet. Das wollte ich nicht, sorry. Ja, wo genau war jetzt Kanimani? Ich laufe mich hier viel zu sehr. Hier. Da ist noch ein Stück Holz, was ich keine Ahnung habe, was ich damit machen soll. Damit ich keine Ahnung habe, was ich damit machen soll. Kennt ihr es, wenn ihr euch fragt, ob ihr gerade etwas falsch ausgesprochen habt oder so? Dann korrigiert ihr euch und dann fragt ihr euch so wieder, war es jetzt falsch oder nicht? Wenn es nicht falsch war, dann, ist man, dann steht man jetzt komplett dumm da. Aber ich glaube, das wissen die meisten schon von mir, komplett dumm bin. Hast du den Pagator getroffen? Der sieht zwar ein wenig finster aus, ist aber eigentlich ganz nett. Hey, lass uns kämpfen. Bist du bereit? Auf, los geht's. Okay. Das ist ein Wasser-Pokémon, da kann ich ja ganz gut hier. Ja, Donnerblitzen. Okay, der hat auch kein Aim. Okay, ich habe noch weniger Aim. Was mache ich denn? Joa. Bei manchen Kämpfen stelle ich mich noch ein bisschen blöd an. Spaß gemacht, lass uns Freunde sein. Bist du übrigens der lustige Typ, von dem Azure gesprochen hat? Wir müssen bald wieder spielen, versprichst du es mir? Ich werde mich auch im Kampf üben. Ja, ja. Ja, können wir machen. Immer noch nicht im Pagator getroffen. Wäre so blöd, wenn die ihre Texte wiederholen. Aqua.
Spana ist da hinten. Oh. Ja, da habe ich zwei eingeschossen. Egal. Verloren, verflixt. Ja, wo genau war jetzt Aquane? Ist doch gerade eben noch hier drüben rumgetollt, oder? Ach, ich habe doch keine Ahnung, wo der hin ist. Ich dachte, der wäre hier gerade eben mit Bojardin gewesen, Bojardin, wie auch immer. Hm? Kannst diese Brücke nicht überqueren, weshalb möchtest du wissen? Tja, ich lasse dich nämlich erst durch, wenn du mein Ratespiel meisterst. Bist du bereit für das Ratespiel? Hey, los geht's. Erste Frage. Welches ist der erste Schritt, um im Pokepark Freunde zu finden? Ansprechen. Stimmt, genau. Frage Nummer 2. Wie viele Streifen hast du auf dem Rücken? 2. Stimmt genau. Dritte Frage. Wer von beiden hat Klauen, Impagato oder Gyarados? Impagato, ich weiß nicht, könnte auch richtig sein. Nee, Impagato. Ausgezeichnet, bitte sehr, du darfst passieren. Hey, meine Freundin lieben Ratespiele. Sprich sie einfach an, wenn dir der Sinn danach steht. Müssen wir jetzt hier Quizfragen beantworten oder was? Ja, ich bin sehr schlecht in Quiz-Spielen, ne? Wie wir mal gesagt haben. Wenn es um Pokémon-Quiz geht, dann easy, aber. Jetzt haben wir zum Sakana gekommen. Das Meer ist umwerfend, oder? Hoppla, du hast aber viele Freunde. Los, spiel mit mir. Wie wär's mit einer Runde Fangen? Gut, auf geht's. Ja, hoffentlich zieht der jetzt nicht so komplett durch wie Polypurbe. Oh, ich hab's Gefühl, der ist sehr schnell. Irgendwie damit spielen, um den Weg abzuschneiden. Es fällt mir bloß ein bisschen schwer, weil er die ganze Zeit die Richtung ändert. Wir kommen näher, aber. Ja, der dreht halt auch um, ne? Wenn man versucht, den Weg abzuschneiden. Ja, der ist schneller. Aber wir haben so einen riesen Kock erwischt. Sehr schön. Dein Sprint ist eine Wucht. Hat mir viel Spaß bereitet. Ich denke, wir könnten gute Freunde sein. Lass uns bald wieder zusammenlaufen, dann werde ich gewinnen. Ich werde erstmal meine Geschwindigkeit leveln. Ansonsten keine Chance gegen jemanden wie dich. Das Wellenreiten führt mich her. Hast du bereits am Wogenflitzen mit Gyarados teilgenommen? Würdest du während des Rennens übrigens keine der Flaggen auslassen, denn sie verleihen dir Geschwindigkeit. Lass uns kämpfen. Wunderbar. Okay. Ja, zwei Lebensbalken. Junge, du bist ein Enduron. Hab ich ihn ins Wasser geschubst? Scheiße, hoffentlich hat's keiner gesehen. Hervorragend, schwungvoll und anmutig zugleich. Mein Video hätte ich gern zum Freund. Okay. Ja, machen wir den gleich nochmal. Ich werde jetzt nicht Aquana nochmal machen. Aber wo muss ich Aquana nochmal machen? Ne, verstecken war nicht nochmal machen. Rennen muss ich nochmal machen. Ah, Junge. Ja, jetzt hat er 3. Enduron. Joa. Braucht man eigentlich ein Zeitlimit für einen Kampf? Hast du einiges lernen, aber spaßig war es nichtsdestotrotz. Okay. Hier ist nix.
Nee, sieht nicht so aus. Ich hab by the way gesehen, im zweiten Teil kann man auch einen anderen Charakter spielen, also. Auch ganz geil. Aber den zweiten Teil, den müsste ich mir dann kaufen. Naja, vielleicht irgendwann. Du möchtest Lapras treffen? Achso, weil du in die Eiszone möchtest, verstehe. Lapras findest du in der Bucht, aber der Weg dorthin wird von einem Felsen versperrt. Ich kann ihn zertrümmern, aber würdest du Garados zuvor bitte einmal die Leviten lesen? Letzter Zeit verhält er sich nämlich ausgesprochen seltsam. Das ist die Abwesenheit von Empoleon, um sich als Zonenmeister der Stadtzone aufzuspielen. Wenn ich mit ihm spreche, artet das ohnehin nur wieder in Streit aus. Kann ich auf dich zählen? Wenn ich wüsste, wo der ist. Hallo, ich bin's. Oh. Schön, dass es dir gut geht. Bei mir ist auch alles bestens. Wie geht es den anderen? Sehr gut, du hast Endymion getroffen. Ich werde mich später auch zum Treffpunkt aufmachen. Ich hatte schon gehofft, dass du kommst, dann ehrlich gesagt durch etwas in der Klemme. Ja, vielen Dank fürs Klingeln, Alter. Leck mich am Arsch. Ich gehe jetzt nicht raus. So, ich hab die ganze Scheiße jetzt vorbei. Die wollen eben draußen, dass ich mithelfe beim Arbeiten. Ich hatte ihnen gesagt, ja, wenn ich hier erstmal bis auf Ruhe habe. Ja, diese Ruhe wurde gerade gestört. Vielen Dank. Als ich auf meiner Bärensuche herkam, stürzte die Brücke ein. Wie komme ich nur nach Hause? Ich kann doch nicht schwimmen. Ist so, kann einem schön schon leid tun. Aus der Grünzone könnt ihr ihm nur eine Brücke bauen. Sei so nett und bitte Bitiza darum. Sie hält sich anscheinend am Flussufer in der Grünzone auf. Ist Blindfahr begegnet. Okay. Haben wir den jetzt schon als Regenbogenfreund wieder? Oh, mit Boyelin hatten wir auch noch nicht gesprochen. Letzter Zeit beobachte ich hier und da im Pokepark so manchen Streit und Zwist. Dennoch glaube ich, dass Freundschaft auch schwere Zeiten überstehen kann. Ja. Ich finde, gute Freundschaft macht aus, dass man trotz Meinungsverschiedenheiten immer noch super klarkommt. Pokepark wird zur Harmonie zurückfinden. Dann glaube ich ganz fest. Safe kämpfen wir. Kann ich einfach auf ihn los und... Ja. Hat er gerade ein Geräusch gemacht? Ja, geil. Ja, kämpft man gerade nochmal gegen ihn. Oh, von dir kann sich auch Bamelin noch eine Scheibe abschneiden. Lass uns Freunde sein, ruf mich, wenn du mich für Spiele brauchst. Dann, wenn es ums Wogenflitzen mit Garados geht. Wow. Okay, dann könnten wir den eventuell verwenden. Ja, noch eine Runde. Ja, wenn ich Bidiza dann in der Grünzone helfe, dann kann er ja auch die Brücke hier in der Grünzone wieder machen, oder? Ich dachte schon, das wäre so... Ja, kann man mal machen, damit man Bidiza halt anfreundet, aber... Hat er da gar nicht bedacht, damit machen wir ja eine Brücke wieder ganz. Ist ja dann auch hier für die anderen gut. Da kommen wir ja auch hier auf die andere Seite, oder? Ob es jetzt eine Abkürzung ist oder was weiß ich, eine komplett neue Gegend, wo wir neue Pokémon antreffen können. Ist vielleicht stark, okay. Kannst mich jederzeit wieder ansprechen. Wollte ich nicht, sorry. Nein, nicht Anton. Kanivanya, ja. Ja, Kanivanya, ganz gut. Das ist super. Hatte ich mit dir schon gesprochen? Fleckmann? Echt? Hoffentlich versöhnen sich Garados und Ipagata bald wieder. Achso, du willst Fang spielen. Dann düse ich mal los, streng dich an. Der kann ja nicht so schnell sein, jo. Nee, der ist mir ehrlich gesagt zu schnell. Trotzdem stelle ich mich blöder. Sehr schön. Die Märchen in der zweiten Phase düster jetzt los wie kein anderer. Mein lieber Herr Gesangsverein, Junge. Es wird hier ein bisschen zu deutsch, finde ich. Lieber Herr Gesangsverein. Hydropi. Okay. Wird allerdings auch nicht alles hier gleich. Ach komm, wir lassen uns Fleckmann auch noch übrig. Gehen wir zur Grünzone, damit wir das noch hinbekommen mit der Brücke.
Ich werde jetzt auch nicht diesen Drift-Zepeli-Ballon nutzen, weil kann man nicht, ganz ehrlich, da kann, den Weg kann ich auch laufen. Kein Bock jetzt die Beeren dafür zu verwenden. Ich habe das Gefühl, Pokepark Wii bekommt gerade wieder irgendwie mehr Aufmerksamkeit. Also generell hier, Hübi, Sephiron haben das ja inzwischen gespielt. Ich glaube, Hübi hat inzwischen auch den zweiten Teil durch. Da müsste was gewesen sein. Und es ist auch irgendwie cool, einfach als Pokémon-Fan es hier zu sehen, obwohl es nicht wirklich was mit einem Pokémon-Spiel zu tun hat. Also sag mal, halt nicht auch mal die Fresse. Ach, die Brücke ist einfach nur um Zeit zu sparen. Okay, finde ich jetzt aber auch nicht schlecht. Ziemlich viel Zeit zu sparen anscheinend. So. Ich weiß nicht wieso, aber diese Gegend erinnert mich irgendwie an Skyward Sword von den Texturen. Vielleicht, weil ich Skyward Sword gerade auch noch immer mal wieder aufnehme. Der die Abstimmung gewonnen, ne? Wie dieze? Wie dieze? Oh, da komme ich mir gerade recht. Ich würde gerne einige Verwandte und eine Freundin in den Burgpark einladen, aber ich habe keinen Ort, wo sie übernachten können. In Deutschland könnte ich eine Bleibe für sie zimmern. Ich habe noch nicht genug. Wie sieht's aus? Würdest du mir vielleicht ein wenig helfen? Ach, du bist eine große Hilfe. Die Holzscheiter sind für mich. Dann kann ich schon mal ein erstes Zimmer anfertigen. Damit. Ah, okay, ich dachte, er würde eine Brücke bauen, aber dann halt nicht. Dann müssen wir uns jetzt wahrscheinlich erstmal in die Arme bringen. Mein Haus hier noch ein wenig weiter ausbauen, dann konnte ich bereits meine Schwester unterbringen, aber ich würde gerne noch eine Cousine und eine Freundin einladen. Ich ziehe auf deine Hilfe, bring mir noch mehr Holzscheite. Okay. Fühl dich doch immer, Bidize. Nee, Bidize, ne? Ich bin Bidize, ja, hier. Nee, ein Bidize-Fanboy. Für Bidize mache ich alles und ich habe das Gefühl, ich muss wieder pausieren. So, ich hoffe, jetzt ist alles clean. Ich habe gehört, wie die weggelaufen sind, aber kann sein, dass sie jetzt unten noch rumschreien, kann ich mir zumindest vorstellen. Egal, so. Zweite Holzscheite. Das ist echt zu lieb von dir, du bist mir eine große Hilfe. Wird er hier aus den Holzscheiten das gemacht? Egal, wir fragen einfach nicht. So viel war das jetzt auch nicht, ne? Naja, er ist ein Biber, der weiß schon, was er macht. Wie konnte ich mich jetzt auch konnte mich jetzt auch meine Cousine besuchen kommen? Die ist eben verlassen. Eine Bitte habe ich noch. Ich möchte mein Haus noch etwas erweitern, bevor meine Freundin hier eintrifft. Dürfte ich dich wohl einmal um Hilfe und Holzscheide bitten? Ja. Junge, wie Dizas Freundin. Ich bin schon ein bisschen neidisch gerade. Ich wäre auch gern wie Dizas Freundin. Jeder hat jetzt gerade gedacht, wahrscheinlich, dass ich darüber rede, dass ich keine Freundin habe. Ich wäre gerne mit Nizas Freundin. Das ist die Sache. Jetzt sind die schon drei. Junge. Ja, ich hab's verstanden, Nizza. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich traue mich schon fast nicht zu fragen, aber ich brauche leider noch mehr. Könnte ich auch meine Freunde unterbringen, aber nun hat meine Oma Wind von dem Häuschen bekommen und sich ebenfalls angekündigt. Auch noch eine letzte Ladung, bitte. Eine letzte Ladung kannst du haben. Die hier hinten, oder? Ja, ich meine, ist ein bisschen blöd, dass ich mit der Holzladung nicht sprinten kann, aber es macht auch irgendwie trotzdem Spaß. Ist es halt was anderes, ne, als die Kämpfe oder das Fangspielen, wo teilweise die Gegner zu schnell sind. Er sagt schon was. Bidize,
Das sind ja meine Holzscheite. Du bist einfach der Beste. Damit habe ich nun auch genug Platz für meine Oma. Vielen Dank. Je. Geiles Haus, Bidize. Meine Besucher sind völlig Fanat in die Grünzone. Und ich hätte sie nie hierher einladen können. Hier, bitte nimm diese Beeren als Zeichen meines Dankes. Wenn du mal Hilfe brauchst, kannst du immer zu mir kommen. Yes. Ja, wir haben tatsächlich ein Problem. 100 Beeren, okay, geil. Ja, wisst ihr was? Das verschieben wir aufs nächste Mal. Gibt es diese Geschichte angeblich? Gab es vor langer, langer Zeit schon einmal Streit unter den Pokémon des Poképarks, aber damals so ein gelbes Pokémon mit roten Wangen wie du alle Herzen wieder miteinander vereint haben. Was? Okay. Jetzt kann losgehen. Ja, wir wollen kämpfen. Der hat nur zwei Lebensleisten. Hat Bidiza dann ein oder wie? Bidifas. Ja. Dein Walzer trifft mich nicht. Hat Walzer eine steigende Wirkung in dem Spiel? Oh, muss derjenige sein, der meinen Enkelin beim Hausbau geholfen hat, habe ich recht. Du bist nicht nur herzensgut, sondern auch stark. Ich mag dich. Das ist die Oma. Ruf mich, wenn du mich brauchst. Ja, komm. Gleich noch eine Runde. Boah, habe ich mich gerade kurz auf das Soundkabel gesetzt. Ich will noch eine Runde bei Bisasams Spiel gleich spielen, okay? Danach beenden wir die Folge. Ich glaube, das wird jetzt auch nichts mehr mit dem Brückenbau. In der Strandzone hieß sie. Ja, komm. Bisasam geht noch eine Runde. Ich glaube, ich muss wieder pausieren. Ganz ehrlich, dann lasse ich vielleicht sein, wenn ich hier. Nicht jetzt mit der Aufnahme, ne? Soll jetzt nicht euch betreffen. Wenn mir die ganze Zeit gesagt wird, ja, du sollst rauskommen, arbeiten. Ich sag, ich komme raus, wenn ich meine Ruhe hier hatte, wenn ich hier meine Arbeit verrichten kann. Dann einfach nichts passiert, dann nervt es halt einfach. Dann habe ich da auch keinen Bock drauf, dann zeige ich das. Nee, wenn man mich abfuckt, dann mache ich gar nichts. So bin ich halt einfach. Wie auch immer. Wir nur noch mal eine Runde mit einem Spiel spielen, weil das Bock macht. Haben wir jetzt eigentlich so ziemlich alle hier freigeschaltet? Ja, wir haben ziemlich viele. Bonusleistungen haben wir jetzt auf jeden Fall ein paar übrig. Komm, machen wir eine Runde mit Bidiza. Ich glaube, wir können heute aber auch noch mehrere machen, oder? Ja, wer Bock hat, sich das anzuschauen, wir holen jetzt einfach nochmal ein paar Beeren. Kann ich jetzt eigentlich mit einer Hand machen. Oh, lauf, Bidiza! Weiter. Ja, wir haben die Bonusleistung geknackt. Ich glaube, mit zwei Händen ist leichter. Ja, Bonusleistung haben wir, sehr schön. Six Speedy Fast. Ja, machen wir noch Speedy Fast und dann noch Fulipurba. Fulipurba ist ja gerade richtig schnell gewesen. Auch Bidifas! Mit die Bonusleistung! Jetzt! Geil! Die Minispiele bocken einfach. Ich bin gespannt, was die anderen sind. Feuerlin wollt ihr da ja teilnehmen, oder? Wir haben hier vor allem zwei der. Ne, wahrscheinlich zwei der Höhenstarter, Junge. Panflam ist. Sinnoh. Gekkabor ist Höhen. Ja, machen wir noch Fulipurba. Der soll ja sehr schnell sein anscheinend.
laut der Bonusleistung, die für ihn verlangt wird. Also, Evoli nimmt auch teil. Junge, das ist ja geisteskrank, wie schnell der ist. Willi Pulver ist ja komplett overpowered hier. Naja, zumindest passt es zu dem, was wir gesehen hatten auf der Overworld, ne? Ja. Ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein. Ich weiß, war jetzt nicht so viel Progress, ne? Wir hatten nur das mit Bidiza rausbekommen und wir hatten aber viele Freunde gemacht. Wir hatten, glaube ich, viele Freunde gemacht. 40 sind wir jetzt. Geil, wir haben auch schon den einen oder anderen auf Regenbogen. Hier wird dann wahrscheinlich Cherub sein. Wieso ist Safcon vorher? Ich habe Safcon jetzt nicht gesehen. Der könnte auch noch in irgendeinem Baum gewesen sein, den ich irgendwie übersehen haben sollte, aber... Egal. Ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, hoffe ich mal. Und ciao.